vielen Dank erstmal an autobatterienbilliger.de für die Unterstützung. In den drei Paketen hier ist so ziemlich alles drin, was man braucht, um eine richtig coole Zweitbatterieschaltung für seinen Bus zu machen mit einer Solaranlage. Und ich würde mal sagen, das packen wir jetzt mal alles aus. Die ist nur noch halb so groß wie meine alte Batterie, aber das reicht absolut aus. Das ist so ein 4-in-1-Inverter von Active und das Coole ist, dass man statt vier Geräte zu kaufen, um die ganzen Funktionen zu erfüllen, nur dieses eine braucht. Ich hoffe, die passen noch auf mein Dach drauf. Da kommt eine vorne und eine hinten dran. Drei Tage später. Sieht gut aus. Ich würde mal sagen, das sieht stabil aus. Leider habe ich vergessen, die Dachdurchführung zu bestellen, deswegen muss ich jetzt ein paar Tage warten. Aber ich denke, wir spulen mal vor. So, fünf Tage später, leider hat die Post über die Feiertage nicht geliefert. Aber ich habe jetzt endlich meine Dachdurchführung. Jetzt muss ich nur noch bohren. Ja, noch ein bisschen. Okay, sehr gut. So, komplett fertig anschließen kann ich die ganze Elektronik noch nicht, weil ich davor noch beschließen muss, wie das unter den Möbeln verlaufen soll. Deswegen versuche ich das jetzt mal ein bisschen zu veranschaulichen. Das Herzstück von der Anlage ist der 4-in-1 Wechselrichter. An den schließt ihr die Batterie an den Plus- und Minuspol an. Die Solarplatte hat auch einen Plus- und Minuspol, die auch an den Wechselrichter angeschlossen werden. 230 Volt kann man jetzt einfach auch vom Wechselrichter entnehmen. Wenn man zum Beispiel auf einem Campingplatz steht und Landstrom hat, kann man den auch an den Wechselrichter anschließen. Dann wird darüber die Batterie geladen und gleichzeitig werden alle Verbraucher direkt mit Landstrom betrieben. Die 12 Volt Verbraucher, zum Beispiel wenn man das Handy laden will, kann man dann auch direkt an die Batterie anschließen. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze dann in der Praxis ansieht, dann vergesst nicht, beim nächsten Video wieder einzuschalten. Ne? Jetzt habe ich aber noch ein kleines Rostloch an meinem Bus entdeckt und das muss jetzt auch noch zugemacht werden.